Herzlich willkommen zur Webinarserie Traden mit kleinem Konto im Jahr 2023. Ja, das gab es schon in den Ansätzen 2021, auch so ein bisschen 2022, aber 2023 mit den aktuellen Daten logischerweise und mit den Erkenntnissen, die wir selber auch fortgeführt haben. Ja, weil wir sind ja alle Trader, Traderinnen, die mit ihren Erfahrungen sich auch weiter fortentwickeln. Ja, im besten Fall natürlich auf der positiven Seite. Damit kommen auch neue Erkenntnisse einher, die ich heute hier darbringen möchte. Meine Vorredner, der Markus Klebe und der Christian Kämmerer, haben schon einiges dazu beigetragen. Ich möchte das Thema natürlich in Richtung Indikatoren, so meisterst du den täglichen Handel mit oder ohne Indikatoren, aufbereiten und auch verstanden wissen. Aber, und jetzt kommt das kleine Aber, das ist natürlich nur ein Teil. Und da ich hier in der Serie noch nicht zu Wort gekommen bin, möchte ich die Gelegenheit nutzen, da auch ein bisschen tiefer reinblicken zu lassen in meinen Handel und natürlich auch in das, was ich hier beim Handel durchaus auch an Fehlern mache, an psychologischen Fallstricken immer wieder vor Augen habe. Das begegnet mir fast im täglichen Handel. Logischerweise, Emotionen bestimmen ja auch unser Handel und ich wäre nicht der Andreas Bernstein, wenn ich hier emotionslos durchs Leben gehen würde. Also eine künstliche Intelligenz, die kann sicherlich auch handeln, automatisierte Handelssysteme und so weiter, aber ich als Mensch habe durchaus dann auch menschliche Gefühle. Also schön, dass ihr hier dabei seid. Das zum Vorwort. Risikohinweis 77, nein, 67 sind es mittlerweile. 67, kleiner Schreibfehler. Der Privatanlegerkonten verlieren beim Geld mit CFDs natürlich auch Geld. Das kann unter anderem daran liegen, dass vielleicht der ein oder andere auch solche Serien, solche Webinarangebote nicht nutzt. Es gibt ja auch den Live-Trading-Room. Einmal am Tag eine Stunde gehen wir ganz gezielt in die Märkte und dort begegnet mir auch fast täglich ein Live-Trade. Und wenn nicht da, dann werte ich den in dieser Stunde aus, weil er mir vorher begegnet ist. Und wie ich sowas aufbaue, das möchte ich hier unter anderem auch mit zum Thema machen. Ich darf mich kurz vorstellen, möchte es auch nicht übertreiben. Andreas Bernstein, mein Name, ich sagte es bereits schon. Ich bin Trader, Börsencoach, Business Developer, habe mein eigenes Business developed, also entwickelt. Da ich in den über 100.000 Beiträgen auf Wall Street Online in den letzten mehr als 20 Jahren gemerkt habe, das Interesse ist einfach hoch, auch an der Denkweise, an der Sichtweise von meinem Vorgehen. Und ja, Beiträge sind natürlich immer schön, weil man die archiviert sich durchlesen kann von jedem Ort der Welt. Aber Videobeiträge sind vielleicht noch mal ein bisschen interaktiver und eine eigene Community noch schicker. Deswegen habe ich mich vor 2 Jahren dazu entschlossen, die Community mit den lieben, netten Menschen, die ich über die Jahre kennengelernt habe, gemeinsam auch mit Videoformaten zu begleiten. Da gibt es auf Twitch, falls du die Plattform nicht kennst, den Kanal Fit for Finanzen, aber die Internetseite Fit for Finanzen. Vielleicht kennst du die oder hast die schon mal gesehen. Wenn nicht, zeige ich sie dir selbstverständlich auch mal nachher noch einmal komplett, wie das Ganze hier aussieht und was man dann so erfahren kann im weiteren Verlauf. Also, Livestream gibt es. Ich habe nebenbei auch noch ein bisschen studiert. Also, was heißt nebenbei? Ich habe ein abgeschlossenes Studium, widme mich der technischen Analyse, dem Daytrading und der Dokumentation darüber, dem Bloggen, wie es früher hieß und heute heißt es eben Creator, Content Creator. Es gibt ja viele Worte, die man hier anklingen lassen kann, ist letzten Endes auch gar nicht so wichtig, wie man das Ganze nennt oder wie man sich selber darstellt, sondern wichtig ist, was man aus den Erfahrungen macht. Und da habe ich wirklich ausgiebige Erfahrungen zum Thema Kontogröße, denn tatsächlich, da muss ich nicht den André Cozzolani nochmal zitieren, der da sagte, welcher Spekulant ist schon ein Spekulant, der nicht mindestens dreimal pleite gegangen ist. Auch mir ist er so ergangen, insbesondere eben wenn man denkt, mit einem kleinen Konto das steigern zu können, um daraus ein mittelgroßes Konto zu machen und von dem mittelgroßen Konto dann wieder einen Schritt zurückgeht und denkt, oh, das waren aber Wachstumsquoten in dem kleinen Konto, die möchte ich einfach beibehalten. Und man rechnet sich so ein bisschen komplett reich, ja, und vergisst dabei nicht, dass das Risiko, je höher der Kontostand geht, eigentlich zurückgehen müsste. Ja? Also nicht nur eigentlich, sondern wenn du langfristig am Markt bestehen bleiben möchtest, dann solltest du dein Risiko so weit im Griff haben, dass auch
eine Aneinanderreihung von negativen Ereignissen dich nicht so weit zurückdrängt, dass du wieder auf dem Ausgangspunkt bist. Und mit dem kleinen Konto ist es relativ einfach, das Ganze wieder neu zu starten. Und das habe ich auch in den Communities sehr, sehr oft vernommen, dass eben gesagt wurde, wenn du dann tatsächlich hier das Konto in Luft aufgelöst hat, also im Sinne von, du bist handelsunfähig und kannst nicht mal mehr die minimale Kontraktgröße handeln. Das ist beim CFD, vielleicht wenn es unter 100 Euro steht, das Konto, ja, dann funktioniert es nicht mehr, weil die Margin einfach nicht mehr ausreicht und du hast mit dem 1.000 Euro Konto angefangen, dass du dann sagst, man könnte hier auch nochmal einen Schritt zurückgehen, los und das Geld einzahlen und es geht vorne los. Ja, und man tut sich da nicht weh bei. Und dieses nicht weh bei tun ist ja letzten Endes etwas, was man nicht möchte. Also es soll ja weh tun, weil der Lerneffekt kommt erst, wenn es weh tut. Das ist bei vielen Sachen so, das ist auch biologisch einfach so, weil man hier letzten Endes auch dann erst ein Umdenken und ein Wachstum erhält. Also beim Sport ist es ähnlich, da wird über den Muskelkater häufig geredet. Wenn du den nicht hast, den Muskelkater, dann hast du am Ende auch nicht das Wachstum, weil der Muskel nicht so gereizt wird, dass er wächst. Ja, und so ist das auch, denke ich, bei vielen anderen Sachen im Leben. Es muss erst mal wehtun, um dann zu merken, dass es vorangeht. Das heißt jetzt nicht, dass du mit jedem Auto, was du in deinem Leben fährst, erstmal einen Unfall bauen musst und dir einen Schaden zulegst, bevor du richtig fahren lernst. Nein, das ist damit nicht gemeint, aber du weißt, in welchem Rahmen ich das Ganze meine. Ich gehe natürlich auch auf die Fragen hier mit ein, die es gibt im Chat. Und da gibt es schon die erste Frage, wo man die Aufzeichnungen von dieser Webinarreihe bekommt. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Frage, die ich beantworten kann. Ich gebe in den Chat mal den Link rein. Wenn du dich hier anmeldest und eigentlich, wenn du bei JFD schon im Webinar in der Software bist, dann bist du ja schon angemeldet, dann bekommst du regelmäßige Updates und auch dann den Link zugesendet, wenn die Aufzeichnung online ist. Ansonsten alternativ, wenn du auf meinem Livestream-Kanal Fit for Finanzen bist, da gibt es natürlich auch eine Aufzeichnung und ich werde selber auch dafür Sorge tragen, dass ich hier die Aufzeichnung zeitnah auf YouTube hochlade und das Ganze dir zur Verfügung stelle. Da habe ich auch schon weitere Aufzeichnungen hochgeladen. Aber ich wollte in der Präsentation nicht durchspringen, also du findest mich dann unter Andreas Bernstein sicherlich bei YouTube. Das ist jetzt nicht extrem, herausfordernd, so wollte ich es sagen. Lass uns mal zurückkommen zu ein, zwei Erlebnissen, die ich persönlich in jüngster Zeit hatte. Also gar nicht rückspringen in meine Anfänge, die dann schon 25 Jahre zurückliegen, wo ich tatsächlich den einen oder anderen Account auch genullt habe, wie es so schön hieß, und es eben nicht diesen Schmerz verursacht hat, noch einmal 1.000 Euro einzuzahlen, weil man die 1.000 Euro, das soll auch nicht arrogant klingen, irgendwoher bekommt. Ja, entweder hast du noch Ersparnisse oder dann kommt wieder ein Gehaltstag oder dann kommt ein Geburtstag, Weihnachten oder was auch immer. Die 1.000 Euro kriegst du irgendwie zusammen, fängst wieder von vorne an, aber hast keinen Lerneffekt. Ja, und solange das geschieht, dass du nicht daraus lernst, wird dein Konto immer auf einem selben Niveau oder auf einem ähnlichen Niveau bleiben. Und das ist eben nicht das, wo man hier am Ende hin möchte. Man möchte das Konto ja steigern. Und mir ist das ganz gut gelungen, da komme ich gleich dazu. Möchte eine Erfahrung aus dieser Woche mit reinbringen, denn mein Konto ist nicht mehr klein. Ich habe letztes Jahr im Rahmen dieser Veranstaltung Trade mit kleinem Konto angefangen, mit einem kleinen Konto tatsächlich. Ich zeige dir das auch gleich nochmal. Und das Konto ist seitdem gewachsen und groß mittlerweile. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht damit dienen, ein kleines Konto hier in den Raum zu stellen, sondern ich kann nur das Konto zeigen, so wie es ist. Und das ist mittlerweile groß. Und das birgt aber auch Gefahren. Und das ist genau das, was ich eingangs sagte. Ich zeige das auch gleich. Das birgt unter anderem die Gefahr, dass man hier sich überschätzt. A, ja, dass man denkt, okay, großes Konto. Ich kann im Falle eines Nachkaufens zum Beispiel aus dem Vollen schöpfen. Ich beginne wie mit dem kleinen Konto, mit einem CFD. Ich liege falsch. Ich kaufe nochmal einen zweiten, einen dritten, vierten dazu. Wir haben vielleicht eine Range im Markt übergeordnet. Also irgendwann kommt es ja schon wieder zurück, schlägt das Pendel wieder innerhalb einer Bandbreite von unten nach oben oder von oben nach unten. Ja, dann kommt der große Ausbruch. Und dann geht es über hunderte, manchmal tausende Punkte. Denkt nur an solche Ereignisse, die vielleicht nur alle paar Jahre kommen, aber wenn sie kommen, du bist drin, wie Corona,
Finanzkrise und so weiter, dann geht es über Tausende von Punkten ohne eine merkliche Gegenbewegung. Und wenn du da in einem Trade hängst, ja, und den vielleicht sogar noch verbilligst, Martingale nutzt oder, na, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis dein Konto wirklich in Luft aufgeht. Und genau sowas kann passieren. Und der andere Punkt ist, wenn du natürlich ein kleines Konto hast und hast einen technischen Fehler in Form einer Order-Falschplatzierung, also eine falsche Eingabe, du verwechselst Long oder Short, ist noch das geringste Übel. Das größere Übel ist, dass du einfach bei deiner Order-Zeile zu viele CFDs handelst. Dann wird bei einem kleinen Konto die Order ja gar nicht ausgeführt, beziehungsweise die geht gar nicht durch. Also da wird immer Ende, weil der Kontostand nicht ausreicht, um mit so einer großen Order in den Markt reinzugehen, weil die Order einfach nicht ausgeführt oder vielleicht teilweise ausgeführt, je nachdem, welchen Broker du hast. Und genau das ist mir passiert und das ist dann die Gefahr beim großen Konto wiederum, dass du das gar nicht checkst, dass es eine große Order ist, weil die kleine Order und die große Order, die fühlen sich ja für den Broker gleich an. Es ist eine Order, ja, und das genau ist mir vor 2 Tagen passiert. Das möchte ich als Aufhänger nehmen, um das Thema mal rückwärts abzuwickeln. Was für Gefahren gibt es in meinem großen Konto? Und dann kommen wir auch zum kleinen Konto und zu den technischen Indikatoren, die wir hier einfügen. Und ich selber, ich handle natürlich sehr exzessiv im Sinne von, im Vergleich jetzt mit dem Markus, am Tag vielleicht 10 bis 30, in Hochzeiten auch mal 100 Orders durch, also 100 mal Long oder Short, da kann man das auch schon mal wechseln von der Maus. Nein, so war es nicht gemeint. Aber es darf auf alle Fälle nicht passieren, dass du hier eine falsche Stückzahl eingibst. Und es kann aber passieren. Und da habe ich einige Fälle in der Vergangenheit auch aus der Community vernommen, wo es richtig schief geht, weil man nämlich dann falsch reagierte. Und ich zeige dir mal, was mir passiert ist. Ich schwankte zwischen 25 CFDs, am Dienstag war das Ganze, heute haben wir Donnerstag, 2 Tage liegt zurück. Ich habe keinen Herzinfarkt gekriegt, sonst würde ich nicht hier sitzen und bin aber auch nicht mit dem goldenen Löffel aufgestanden. Das möchte ich dir alles mal darbieten. Ich hatte eine Größe, die sich mit dem DAX Future vergleichen lässt, gehandelt. Das sind 25 CFDs, also pro DAX-Punkt 25 Euro, Long oder Short, je nachdem, wie man engagiert ist. Wollte runtergehen, risikotechnisch, die Volatilität war kleiner geworden. Wir befanden uns nahe des Jahreshochs und ich hatte die Order automatisiert eingestellt, also eine Stop-Sell-Order, die dann auch ausgeführt wurde. Und bei der Ordereingabe, so sieht noch alles ganz okay aus. Die Order rot gestrichelt war die Stop-Sell-Order und grün gestrichelt war quasi der Stop, den ich damit verbunden hatte. Also unter einer Unterstützung, einmal drunter touchiert, dann wieder drüber und danach abgerutscht und beim zweiten Versuch Richtung Tagestief dachte ich, na, da könnte das Ganze ins Rutschen kommen. Eine Stop-Sell-Order reingestellt, Kaffee getrunken, kam später zurück und habe dann gesehen, oh, die ist ausgeführt. Ja, und dass die Order ausgeführt wurde, ist an sich nichts Dramatisches, aber die Stückzahl, nämlich nicht 7 und auch nicht 25, sondern ich zeige dir das jetzt mal im großen Bild, 725. Jetzt muss ich nochmal im Nachgang einen Kaffee zu mir nehmen. Und das war auch meine erste Reaktion. Du kannst das im Livestream ja auch nochmal Revue passieren lassen bei den Aufzeichnungen. Dienstag schneid es vielleicht auch nochmal zusammen für YouTube. Also meine erste Reaktion war, oh, werde ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken und schauen, was ist denn da überhaupt passiert. Tatsächlich 725 CFDs heißt 725 Euro pro Punkt. Nun siehst du mein Setup hier, ausgerichtet auf fallende Kurse. Der große Pfeil war so das Idealszenario, dass wir Richtung 570 runterfallen oder gar tiefer. Das natürlich vor Augen würde mit der Kontraktzahl erstmal ein Schwärmen auslösen bei dir. Ja, dann denkst du, oh, wow, richtig Geld. Aber der erste Gedanke von mir war natürlich das Risiko. Das Risiko muss man hier natürlich übergewichten. Ja? Ansonsten geht so ein Konto auch ganz schnell in Luft auf. Stell dir mal vor, in der Situation hätte ich jetzt nicht den automatisierten Stop drin und dann kommt eine Meldung, wie zum Beispiel die amerikanische Notenbank hat mit der EZB zusammen und Bank of Japan entschieden, wir senken sogar die Zinsen, weil wir der Meinung sind, Inflation ist nicht das Wichtigste im Leben, sondern Konsum. Und alle Menschen sollen konsumieren und deswegen Zinsen runter, Inflation ist völlig egal, wir fluten die Märkte mit Geld. Da würde der DAX doch tatsächlich mal schnell irgendwie 200, 300 Punkte nach oben laufen und schon wäre das Konto platt. Oder du hast so einen Betrag, der dich an den Rand des Ruins treibt, kontotechnisch betrachtet.
Ja, aber da ich eingestuft wurde und gleich im Gewinn war, habe ich mich geschüttelt im Sinne von mich darauf besonnen, was ist denn deine Strategie? Ja, und ich habe dir das hier nochmal groß dargestellt. Das Volumen 725, mein Einstieg und mein Stop-Loss. Ich habe den Stop-Loss eng nachgezogen, habe erstmal in Ruhe überlegt, was mache ich denn jetzt? Sechs Pünktchen riskieren ist für mich vertretbar. Sechs Punkte auch bei der großen Stückzahl. Der Gewinn war da, also das heißt, wenn ich sofort im Minus gewesen wäre, hätte ich die Position auch ohne mit der Wimper zu zucken. Das wäre mir früher auch nicht durch die Hand gegangen, da wäre ich wahrscheinlich geschockt gewesen. Aber da es mir auch schon im Laufe des Lebens, im Laufe der letzten 25 Jahre ein paar Mal passiert ist, durchaus, habe ich hier im Minus dann immer sofort die Reißleine gezogen. Und im Plus kannst du ja den Trade managen und zwar so managen, wie du es dem Risiko angemessen findest. Und 6 Punkte fand ich hier dem Risiko angemessen, also den Stopp auf 6 Punkte nachgezogen und geschaut, was kann denn da passieren? Ja, den Stopp konnte ich dann später in den Gewinn reinziehen. Also der lag dann bei 72, der Einstieg war ja 75. Also den Stopp nochmal nachgezogen. Und die Idee war, wenn das Tagestief hier bricht, ja, dann kannst du ja ganz entspannt so tun. Deswegen habe ich hier die Stückzahl auch ausgeblendet. Als hättest du halt 7 CFD, wie ursprünglich geplant, oder vielleicht 25. Ja, der Broker würde auch durchrufen bei einem Margin Call. Klar, wenn es in die falsche Richtung geht, dann auf jeden Fall. Und wenn ich mir hier dann den Blutdruckblocker eingeworfen habe oder eben die Stückzahl ausblende, und das ist vielleicht auch eines der Geheimnisse, cool zu bleiben, wenn das Konto größer wird. Schau nicht auf den Kontobetrag, schau auf das Setup, schau darauf, was dein Plan war und vergiss das Geld. Also Geld ist natürlich der Hauptantriebsgrund, warum wir traden und warum wir auch ein kleines Konto groß machen möchten. Aber es behindert am Ende, wenn du dich nur auf diesen Geldbetrag fixierst, weil jeder Minusbetrag wird sofort bei dir als Stress wahrgenommen im Körper. Da werden Stresshormone ausgekippt und so weiter. Genauso wie im Plus. Gibt sofort ein Plus, im Plus ein Glücksgefühl. Ja, wenn du 3 Punkte im Plus bist mit 10 CFDs, 30 Euro, denkst du, wow, kann ich meine Partnerin, meinen Partner, meinen Nachbar oder sonst wen, meine Schwiegermutter, nee, die vielleicht nicht, zum Essen einladen oder die ganze Familie an der Dönerbude verköstigen. Das sind Glücksgefühle. Aber das bringt dich langfristig natürlich nicht weiter, wenn du dann nach wenigen Punkten plus sofort glatt stellst und im Minus dann einen Herzinfarkt kriegst. Also, um das wieder zurückzubiegen auf die Situation, man wird sich selbstverständlich bewusst, was das für Bewegungen Konto auslöst, und da habe ich dir mal eine kleine Übersicht mitgebracht, indem ich das zusammen staffiert habe, und auch was du für Geld brauchst. Für ein CFD brauchst du vielleicht im Kontostand 100 Euro, ja, und bei 10 CFDs brauchst du dann 1000 Euro, für 5 DAX Futures brauchst du dann schon 40.000 auf dem Konto, aber bei plus 100 Punkten hast du eben mit einem CFD dein Geld verdoppelt und logischerweise mit dem FDAX noch nicht, weil du auf Margin handelst. Die Bewegung am Markt ist zwar eine viel, 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 viel höhere, aber du hast weniger Gewinn und Verlust. Also am Endeffekt, und das ist vielleicht auch jetzt eine Erkenntnis, die dir noch niemand gesagt hat, ja, weil man so tiefgründig vielleicht gar nicht reinschaut für die verschiedenen Finanzinstrumente, aber im Endeffekt aus Risikogesichtspunkten ist es mit einem großen Konto risikoärmer, den Future zu handeln als CFDs, weil du dort mit einem begrenzten Hebel agieren kannst. Du brauchst für die 5 DAX-Future-Kontrakte 40.000 Euro auf dem Konto, und wenn ein CFD 100 Euro ist, dann hast du mit den 40.000 Euro, die du auf dem Konto hast, kannst du ja 400 CFDs handeln. Ja? Also das ist schon eine Stückzahl, die bei einer Bewegung von 100 Punkten, ja, oder Bewegung am Markt von 100 Punkten, dir dann auch ganz, 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 ganz schnell das Genick brechen kann. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, um auf den Trade zurückzublicken, was ist daraus geworden? Den Stopp hatte ich ja nachgezogen in den Gewinn. Und ich muss zugeben, der Gewinn ist geblieben. Der kleinste mögliche Gewinn durch das Stopp nachziehen auf wenige Punkte. Ich bin ganz ruhig geblieben, wenn man sich das Chartbild im Nachhinein anschaut. Und auch das schaut man sich an, nicht mit einem Wermutstropfen, sondern eher mit einem Schmunzeln. Also schau dir mal, für 30 Euro zum Essen einladen, kommt von Oma Iris, die Dönerbude war gemeint. Für 30 Euro bekommst du zumindest in Berlin
mehrere Döner. Ich weiß nicht, wo du deinen Döner, also mit so Goldstreuseln in Dubai, da kostet der einzelne Döner schon 30 Euro, ich weiß. Aber mit 30 Euro kriegst du doch durchaus auch fünf saftige Döner in Berlin. Und ich selber esse dann vielleicht nur zwei, bleiben ja noch drei übrig für die restlichen Familienangehörigen. So war es gemeint. Also klar, in ein großes Restaurant kannst du nicht gehen mit dem Geld. Also wenn ich das Revue passieren lasse, ganz autark hätte ich, da gab es nämlich noch ein höheres Hoch, was hier, was man ganz kurz sieht nach meinem Einstieg, hier einen Verlust hinnehmen müssen, wenn ich den Stopp initial gehabt hätte von eben diesen 6 Punkten, die ich eingegeben hatte, also 6 mal 735 und das 725, Entschuldigung, das wollen wir auch gleich mal hier ausrechnen, 4.350 Euro. Das ist dann schon ein Verlust, da brauche ich nicht nur ein paar Stunden, sondern mit Sicherheit auch ein paar Tage, vielleicht auch einen Monat, um das wieder reinzuholen. Und das war es mir in der aktuellen Bewegung nicht wert, den Stopp so weit wegzusetzen. Also insofern bin ich mit einem Plus raus von, ich glaube, es waren dann 1.500 Euro. Und wenn ich das aber im Nachgang mir anschaue, und das habe ich hier mal spaßenshalber, um zu verdeutlichen, was für eine Bewegung auf den Kontoeintritt gehalten hätte bis zum Tiefpunkt, und das sind zwei Erkenntnisse, die damit einhergehen. Die erste Erkenntnis ist, hätte ich es bis zum Tiefpunkt gehalten, also vielleicht auch über Nacht, ja, bis zum nächsten Morgen zur Eröffnung, 8 Uhr, 9 Uhr, am Mittwoch war diese Eröffnung, diese Tiefe, dann hätte ich tatsächlich am Dienstag, ist auch egal, dann hätte ich tatsächlich 182 Punkte mit diesen 725 CFDs einnahmen können bei einem optimalen Ausstieg und das wären rund 132.000 Euro. Da denkt man natürlich, wow, was für ein Geldbeutel, aber das ist die zweite Erkenntnis. Schau mal, wo der Kurs hingelaufen ist. Also der Einstieg war ja 15.670er Bereich. Da sind wir ja wieder hingelaufen. Wir sind ja einmal komplett am nächsten Tag zurückgekommen. Also auch da. Lass die Gier nicht überhand nehmen über deine Emotionen, auch wenn jetzt abseits von diesem Trade und dieser Kontraktgröße, wenn du im Plus bist, denke dir nicht, wenn der dicker Gewinn aufgelaufen ist, das läuft ewig so weiter, das läuft linear so weiter, auch in der Corona-Zeit. Ich will jetzt nicht die langfristigen Charts bemühen. Das Corona-Tief wurde impulsiv erreicht und danach ging es fast so dynamisch auch wieder nach oben, ja, und wenn du da in den Short geblieben bist und hast gedacht, das ist nicht nur Corona, sondern die halbe Menschheit wird ausgerottet, ganz schlimme Krankheit, ähnlich wie die Pest, oder, ich bleibe einfach mal Short, der DAX geht auf 1000. Ja, also technisch nicht möglich, dass der DAX auf 1000 geht, ist aber ein anderes Thema. Dann haut es dir die Position dann so um die Ohren, insbesondere wenn du das noch pyramidisieren würdest, indem du im Gewinn nachkaufst. Also diese Erkenntnisse wollte ich hier als erstes mit reinbringen und dich damit einstimmen. Auch das Thema Traden mit kleinem Konto ist ein bisschen länger geworden, aber du verzeihst mir, denn ich denke, das ist durchaus ein wichtiger Punkt. Kleines Konto, groß traden, ja, schön. Großes Konto behalten, viel, viel schöner, weil nur das gibt dir die Grundlage, dann auch weiter voranzutreiben. Also kommen wir auf das Thema Setups, kommen wir in Richtung Indikatoren, kommen wir auf mein Vorgehen zu sprechen. Wer mit mir zusammen handelt, zum Beispiel im Live-Trading, ja, der weiß auf alle Fälle, wie ich vorgehe. Und auch dazu zeige ich dir das gerne. Ich hatte ja versprochen, mal auf die Homepage von mir ganz kurz zu lotsen, bevor wir in der Präsentation sind. Fit for Finanz mit der 4 in der Nähe. Da kriegst du auch täglich meine Marktausblicke, Informationen zu einzelnen Aktien, alles Mögliche, was mich so am Tag umtreibt. Und der linke Menüpunkt heißt Live-Trading und da hast du quasi zwei Reiter, wo du tiefende Informationen bekommst und wo du mich auch in Aktion, in Action, Englisch siehst. Einmal zum DAX-Start, das ist dann der erste Artikel und der zweite Artikel ist dann eben runter zum Wall Street-Start, auch nahezu täglich, wo ich dann hier zeige intraday, wie ich aktiv werde. Genau, das als Einschub und dann zurück in die Präsentation, die wir natürlich mit dem Setup fortfahren. Also ein typisches Setup von mir ist
dass ich mir beispielsweise eine Trendlinie einzeichne, also eine Visualisierung, ob wir uns in einer Aufwärtsbewegung oder Abwärtsbewegung befinden und vielleicht an einem lokalen Hochpunkt oder an einer Umkehrsituation auf der Oberseite short gehe. Also ich bin nicht der typische Trend-Trader, kannst du mit einer Trendlinie auch machen, dem Trend folgen, indem du an der Trendlinie jeweils in der Long-Position gehst. Aber ich bin eher derjenige, der sagt, okay, wenn wir uns weit von der Trendlinie entfernt haben, dann und kommt noch ein zweiter Faktor hinzu, zum Beispiel ein Widerstand vom Vortag, Vortageshoch, irgendwas, dann kann man hier auf die jeweilige Umkehr spekulieren. Und das zeige ich jeden Tag. Das habe ich auch zum Beispiel heute Morgen im Live-Trading gezeigt und im Live-Trading-Room. Ich bringe da auch ein aktuelles Chartbild mal hier rein von heute. Also das hat aktuellen Charakter für die Aufzeichnung, denke ich mal, hat es dann wenig Wert. Aber wenn du jetzt hier live dabei bist, why not? Schauen wir da mal über die Schultern, wie mein Trading abläuft und auch wie lange ich dann in einem Trade bin. Also es kann von Minuten bis mehreren Stunden sein. In dem Fall ist es auch ein bisschen länger übergeordnet. Also im 15-Minuten-Chart sind wir, das ist dasselbe Chartbild, logischerweise, der große Trade fand ja am Dienstag statt. Übergeordnet ging es erstmal dann stark nach unten. Wir haben uns in der Zone um 15.500 bis 15.550 hier stabilisiert. Die rührt auch aus den letzten Wochen her. Da waren wir schon öfters. Aufwärtstrendbewegung, die ist heute Morgen gebrochen worden. Das ist diese grüne, die grüne Linie. Und dann ging es erst einmal nach unten durch die Tiefpunkte von gestern Nachmittag durch. Das war hier die Horizontallinie an der 577. Und da waren wir auch schon mal gestern Nachmittag 577. Genau, also hier durch in diese Zone eingetaucht. Und da war eben die Idee, entweder laufen wir komplett nach unten und nehmen auch die Vortagestiefs raus. Oder wir stabilisieren uns an den Tiefs vom Dienstagnachmittag, als Jerome Powell sprach. Ja, da gab es dann auch am gestrigen Tag eine Stabilisierung, das ist die 15,45. Da sind wir einmal drunter gelaufen und haben uns mit den Abwärtstrend, es gibt zwei Abwärtstrends, hier der schneller laufende Abwärtstrend, hier genau dort ein neues Tief ausgebildet, was wieder gekauft wurde, Gegenbewegung nochmal auf die Linie, die hat dann gehalten. Und das ist dann für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, der Abwärtstrend wird hier verlassen. Der zweite Abwärtstrend, der ein bisschen langsamer läuft, der ist noch gar nicht erreicht. Und da kommt dann mit dieser Bruchstelle von 15,575, die ich dir gezeigt habe, in Verbindung. Das wäre so das erste Ziel. Also gehst du quasi bei einem Trendbruch eine Long-Position ein. Also man hätte auch weiter auffallende Kurse spekulieren können, aber ich habe da nichts gesehen, wo ich sagte, okay, das geht weiter runter. Weder die US-Futures sind komplett zusammengebrochen, noch irgendwelche News. Deswegen war es für mich einfach ein Setup. Das habe ich übrigens, auch das muss man fairerweise sagen, hier schon probiert, long zu gehen, bin ausgestoppt worden. Und das probiere ich dann immer an gewissen Schwellen, wo es Sinn macht. Und wenn es dann Sinn macht und so ein Trade läuft, dann darfst du eben nicht nach fünf Punkten rausgehen. Also hier übertragen auf den Endloskontrakt, das links war Xetra, um die Gaps zu sehen, rechts der Endloskontrakt, siehst du ein ganz einfaches Setup, eine Abwärtstrendlinie, wir kommen hier runter, wir stabilisieren uns hier, wir brechen diese Linie, ich löse einen Stop-Buy aus bei 15,538, hab den Stopp hier unten und für Schulungszwecke für heute habe ich den Stopp mal hier gelassen, ziehe den jetzt hier nach und sichere mir damit einen Gewinn von 18 Punkten. Der nächste Schritt ist natürlich beim Trade-Managen. Wie weit kann sowas laufen, wenn man hier quasi von dem Bruch einer solchen Linie ausgeht? Wäre der Ursprung der Linie immer ein sehr, sehr markantes Ziel. Und das ist dann zufälligerweise, möchte ich fast schon sagen, auch dann wieder der Bereich über der 15.600, wo wir im Morgenhandel waren. Also so kommt dann ein Gewinn zustande von 300 Euro mit einer Positionsgröße von 7 Stück sind das, ja, also 7 CFDs und davor die Ausstopper, die hat man dann quasi imaginär wieder aufgeholt. Du siehst hier auch gleich meinen Kontostand, wie hoch er ist. Das ist vielleicht auch die Frage jetzt im Chat. Mensch, Andreas, wenn du uns solche Screenshots zeigst von 700 Stück, steht denn dein Konto? Das steht jetzt aktuell bei 184.000 Euro. Ja, also da versuche ich den Trade weiter zu managen und hier nichts mehr anbrennen zu lassen. Und vielleicht kommen wir hier zurück, da würde ich einen Teilverkauf vornehmen. Was hat das mit dem Thema zu tun? Ja, du siehst schon, Thema Indikatoren, es sind keine.
Wir sind keine Indikatoren. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, warum nicht und warum ich von Indikatoren, auch wenn ich das Thema hier bespreche, wenig halte. Da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Zuvor lass mich da gerne nochmal ein bisschen tiefer in die Präsentation reinbohren, wie ich so einen Trade aufbaue. Wir haben jetzt einen Live-Trade gesehen, der jetzt hier zufälligerweise gerade noch mitläuft. Hätte auch da keiner sein können, dann hätte ich keinen Live-Trade zeigen können. Sondern nur Aufzeichnung. Stör dich jetzt nicht an den Skalierungen, dass die klein sind. Es geht um das Prinzip. Das Prinzip bei mir ist immer, dass ich ganz einfach denken möchte, also dass ich nur mit wenigen Dingen vorlieb nehme, die auch andere sehen. Das ist auch der Grund. Warum gestalte ich meine Charts so einfach? Nicht, weil ich irgendwie ein einfach strukturierter Typ bin oder weil die Oma halt immer gesagt hat, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Aber das einfache Denken ist tatsächlich etwas, was dich oftmals im Leben weiterbringt als das Komplizierte um die Ecke. Ich gebe dir mal ein Alltagsbeispiel. Ja? Wenn du im Laden bist, also vielleicht kurz vor Schluss, ja, kurz vor Ladenschluss beim Bäcker als Beispiel, ja, und dann sagt der Bäckereifachverkäufer oder die Bäckereifachverkäuferin, diverse eingeschlossen, dass die Brötchen, ich habe noch drei Brötchen, dreimal Franzschrippe habe ich noch hier, Herr Bernstein. Die essen sie doch so gerne, wir machen 5 Minuten zu. Ich würde sie Ihnen geben für 1 Euro, alle drei. Und dann gucke ich so drauf, was, eins kostet doch eigentlich 1,50. Warum gibt die mir drei für 1 Euro? Und dann ist schnelle Entscheidung angesagt. Ja, also entweder wägst du erstmal ab und sagst, sind die von gestern? Sind die vergiftet? Was will die mit mir, was stellt die mit mir an, die gute Frau oder der gute Mann oder wer auch immer mir das Angebot macht? Dann im nächsten Effekt denke ich mir dann vielleicht so, haben wir nicht noch Lasagne zu Hause? Hat nicht meine Frau Lasagne gekocht? Ich rufe mal an. Dann rufe ich erstmal an, Mailbox. Wie immer, ich erreiche sie nicht. Rufe ich vielleicht den Nachbarn an, hat er noch den Lasagne-Duft in der Nase vom Vortag? Könnten vielleicht die Kinder Brot gekauft haben oder irgendwie der Nachbar selber ein Brot gebacken und mir vorbeigebracht, rufe ich den auch noch an. Und zack, es ist 18 Uhr, das Bäckereifachgeschäft schließt, das Angebot ist erloschen, ich stehe vor der Tür, komme nach Hause mit knurrendem Magen, Frau ist mittlerweile da und sagt, wolltest du nicht was einkaufen? Wir haben nichts zu essen mehr zu Hause. War nicht Lasagne da, ich war mir nicht sicher. Nein, das war vorgestern, das habe ich gestern mit auf Arbeit genommen, habe es mit der Mikrowelle warm gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schon ist die Piep am Dampfen. Also schnelle Entscheidungen sind oftmals die besseren und auch die einfacheren. Du siehst was, du hast den Impuls, du kaufst es. Und das sind doch auch die schönsten Geschenke, oder? Du gehst einfach shoppen. So mache ich es bei Weihnachten ganz oft. Also nicht an Weihnachten, sondern vielleicht mal 2, 3 Wochen vorher. Ich gehe ins Geschäft, wo es alles gibt. Und damit meine ich jetzt nicht den Aldi oder das Kaufland, sondern vielleicht auch mal kurz vor Weihnachten das KDW am Berliner Kudamm. Ja, also da gibt es alles Mögliche. Und schlender da einfach durch, nehme mir einen Tag frei und lass mich inspirieren, was es so gibt. Und wenn mir dann direkt was ins Auge springt, dann sage ich, könnte doch der Oma gefallen. So ein paar schöne Socken mit einer Fernbedienung, wo sie auf die Temperatur einstellt und zack sind die Socken auf der Temperatur. Die wollte doch schon immer was gegen kalte Füße. Ich kaufe das, super. Ja, also das sind doch die schönsten Geschenke, die so impulsiv, aber auch durchdacht, verknüpft mit einer Erfahrung geschehen. Und da freut man sich doch drüber so. Und das ist auch beim Trading der Fall, warum ich hier auf einfache Setups abziele. Denn andere sehen das auch. Beim Trading kommt nochmal was anderes hinzu. Der Herdeneffekt. Wenn jemand genau dasselbe Bild, das genauso sieht wie ich, ja, dann funktioniert es. Ja, dann geht dieses Setup auf. Und das kann ja mit Indikatoren, um das Thema jetzt hier so ein bisschen stärker reinzubringen, das kann ja mit Indikatoren gar nicht passieren. Weil die Indikatoren kannst du... Einmal gibt es über hunderte von Indikatoren und zum anderen kannst du die ja nicht so einstellen, wie sie alle anderen eingestellt haben, da du ja nicht weißt, wie die anderen sie eingestellt haben. Aber eine Trendlinie basierend von einem Tagestief, ein Gap, was quasi die Differenz zwischen dem Hochkurs und dem Tiefkurs hier mit reinbekommt, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Das ist da, das sind Fakten. Und an diesen Fakten orientieren sich ganz, ganz viele andere. Wenn viele das tun und so eine Trendlinie bricht, ja, dann kommt auch der Schwung rein. Das habe ich dir jetzt gerade mit dem Live-Trade auch versucht, so ein bisschen darzustellen. Also Ausgangsbasis für mich sind immer lokale Hoch- und Tiefpunkte. Dann verbinde ich lokale Hoch- und Tiefpunkte, habe Trendlinien, sehe, dass vielleicht eine Trendlinie gebrochen ist und kann daraus basierend meine Trading-Gelegenheiten ableiten. Zum Beispiel, wenn ich long bin, bis zum nächsten lokalen Hoch, das ist die erste
horizontale gestrichelte rote Linie von unten aus betrachtet, wenn es darüber geht, ist ja immer ein Wenn dann, fahren wir zum zweiten lokalen Hoch ab. Da ist dann wieder ein Gap. Wenn der Trend anhält und wir in das Gap eintauchen, dann wird das Gap vielleicht geschlossen. Und wenn wir das schon geschlossen haben, kommen wir auf den Ausgangspunkt dieser Linie zu sprechen und sind dann quasi den Abwärtstrend, wieder rückwärts abgewickelt oder abmarschiert oder wie man das auch immer formulieren möchte. Das ist genau das, was du hier im Live-Trade siehst. Ja? Der Live-Trade zeigt dir nichts anderes. Wir haben eine Abwärtsbewegung, einen Abwärtstrend, der ist gebrochen. Der Markt hangelt sich nach oben. Es passiert ein Umdenken der Marktteilnehmer und zack sind wir, nicht ganz zack, wir sind noch nicht ganz oben, wieder in dem Bereich, wo wir am Morgen als Ausgangsbasis für diese Bewegung standen. Und da verabschiede ich mich aus dem Markt und sage Dankeschön oder ziehe den Stopp so weit nach, würde ich jetzt auch weiter tun. Jetzt haben wir uns nicht 18 Punkte gesichert, sondern wenn ich jetzt hier rauskomme, wären es, ich muss mal hier die Differenz ausrechnen, das zeigt er mir nicht an, wir sind bei 65 jetzt bei dem Stop und sind ja eingestiegen unter der 40 bei 38, macht eben 25, 26 Punkte. 26 Punkte mit Positionsgröße von 7, macht dann auf alle Fälle dann auch, was Oma Iris gerade fragt im Chat, einen Restaurantbesuch möglich und nicht nur, in Anführungsstrichen, die Dönerbude. Und so hangel ich mich quasi durch den Handelstag nicht nur mit einem Markt, sondern mit mehreren Märkten, denn manchmal ist an einem Markt gar nichts möglich. So, nächstes Bild. Da kannst du natürlich auch innerhalb des Handelsverlaufs neue Trendlinien einzeichnen. Also wir hatten erst nur eine Trendlinie. Wir hatten gesehen, dass eine Trendlinie, die Abwärtstrendlinie, gebrochen wurde. Das heißt, man nimmt wahr, dass sich die andere Richtung der Aufwärtstrend durchgesetzt hat. Und den kann man dann nochmal verschachteln, indem man sagt, okay, es gibt jetzt, um einen engeren Stopp setzen zu können, zum Beispiel eine zweite Trendlinie. Und das heißt ja umgekehrt, wenn ich nicht long bin, dass du das auch wieder als Trigger für einen potenziellen Short-Einstieg hier reinnimmst, weil wenn so eine Linie bricht, wird sie wahrscheinlich auch für diejenigen, die long sind und die ihre Stops an dieser Trendlinie nachgezogen haben, einen Trigger generieren, den Stopp auszulösen, und dann geht es auch mal schnell nach dem Bruch in die andere Richtung. Für das Thema Gap, das können wir nochmal in einem Extra-Seminar beantworten, Gap, aber nur auf der Tonspur kurz, da nehme ich die Xetra-Kurse her. Ein Xetra-Markt geht von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, also 8 bis 22 hat überhaupt nichts mit Gaps zu tun. Das war früher mal so, weil früher die Handelszeiten im Future von 8 Uhr bis 22 Uhr pausierten. Heute läuft der Future fast rund um die Uhr, der DAX Future, sowie auch die US Futures. Also für die Gap-Betrachtung nutze ich nur den Xetra-Markt und der startet 9 Uhr, endet 17.30 Uhr plus Schlussauktion. Und das ist übrigens, wenn ich das hier noch bemerken darf, für den Xetra-Markt, dann nehme ich noch einmal den Chart hier vom MetaTrader zurück auf das Geschehen. Der Xetra-Markt hat nämlich geschlossen bei der, ist jetzt gleich 631, da war auch das erste Tageshoch, erste kleine Abwärtstendenz zum Handelsstart, das ist der Intraday-Chart, eine Minute. Zweite Mal wieder genau da auf den Schlusskurs von gestern. Ja, dann hat es nicht mehr ganz geschafft, dann hat sich der Markt überlegt, da gehen wir erstmal wieder nach unten. Also hier siehst du ein optisches Gap zu 17.30 Uhr, der reale Xetra-Schluss, schau gerne auf der Seite der Deutschen Börse nach, ist bei der 631 gewesen. Das war nämlich hier diese Differenz noch dem Umstand geschuldet oder ist dem Umstand geschuldet, dass im MetaTrader 17.30 Uhr, wenn du Xetra eingestellt hast, der Kurs aufhört und die Schlussauktion dann in den nächsten Minuten geschieht. Und die hat dann manchmal noch eine Differenz von, wie du hier siehst, 20, 25 Pünktchen. Ja, aber das ist der offizielle Schlusskurs und da ist der Markt heute Morgen erstmal rangelaufen, hat sich mal abgedrückt. Okay, also Position lassen wir laufen. Der Stopp ist drin, das Ziel ist auch definiert. Also da muss ich nicht eingreifen und das ist dann die ruhigere Seite des Tradings, dass du nicht nach irgendwelchen Dingen im Chart suchst, wo du neu einsteigen kannst, sondern den Trade managed. Um das zusammenzufassen und um das auch wieder auf das Thema Konto zu bringen, ich habe dir meine Kontogröße gezeigt und ich habe dir auch am Eingang, am Anfang gezeigt, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Auf diesen YouTube-Kanal habe ich vor genau einem Jahr, als diese Serie hier startete, zum Traden mit kleinem Konto ein Experiment gestartet und zwar für mich auch ein Experiment, also wie man kleinere Konten in größere Konten bekommt. Finde ich persönlich, soll keinesfalls arrogant klingen,
nicht so schwer mental, als dann ein großes Konto zu behaupten, ja, und das weiter zu managen und noch größer werden zu lassen. Und aus diesem Grund habe ich das Ganze gestartet und du findest unter dem, ich mache es auch gleich live, dass du da mal rein schalten kannst, wenn ich auf meinen Kanal Fit for Finanzen gehe. Das ist dann quasi der Screenshot gewesen, erst einmal. Und von dem Screenshot gehe ich jetzt quasi in die Live-Webseite. Dann siehst du auch mal, wie das Internet bei mir aussieht. Auch nicht anders als bei dir wahrscheinlich. Wenn du auf dem Kanal bist, kannst du nämlich hier unter Videos einfach alles mal durchspulen, was dich interessiert. Oder aber, weil es ganz viele Videos sind, auf, ich gebe dir auch den Link hier rein zum Videokanal, falls du nicht schon kennst. So, kopiere ich einmal rüber. Die Suche bemühen. Also nicht die Suche im Browser, dann bist du aus YouTube wieder raus, sondern auf dem YouTube-Kanal. Ja, hier ist so eine Lupe, suchen und dann gibst du Konto ein und dann kommt genau das Bild, was ich dir in die Präsentation gepackt habe. Und da siehst du schon, dass ich hier Konto verdoppelt ein Video habe. Live-Trading-Fazit nach 22 Tagen im MetaTrader. Und ich meine, so ein Konto, wie ich jetzt habe, 180.000, das verdoppelst du nicht in 22 Tagen. Also ich zumindest nicht. Also, weil die Positionsgröße müsste ja adäquat von den Prozenten her mit einem kleinen Konto einhergehen. Das heißt, müsste diese 725 CFDs, die ich dir gezeigt habe, die müsste ich wahrscheinlich, oder vielleicht 500, jeden Tag handeln, bei jedem Trade, um das eventuell zu schaffen, kann auch nach hinten losgehen, weil die mentale Belastung da nochmal eine ganz andere ist. Davor, und deswegen zeige ich dir das mit den Videos, davor hatte ich das Konto binnen einer Woche verdoppelt. Ja? Und dann habe ich 22 Tage gebraucht. Heißt, auf einer Equity-Kurve, je länger oder je größer das Konto wird, desto mehr schwingt sich halt quasi die Performance ab. Also die ist natürlich in absoluten Zahlen vielleicht gleich bleiben oder auch steigend, aber die Geschwindigkeit des Kontoanstiegs, die verlangsamt sich, ja, weil du einfach mit höheren Kontogrößen anders mental umgehst, vielleicht im Minus schneller den Stopp ziehst, noch ein Stück schneller, weil du dazu neigst, im Gewinn nicht über hunderte von Punkten laufen zu lassen, sondern ein bisschen schneller die Gewinne auch mitnimmst, weil du sagst, oh, das ist so ein Betrag, der mich quasi anfuchst und übertragen jetzt nochmal, bevor wir, ich schalte noch ein letztes Mal um in den MetaTrader oder ein vorletztes Mal, übertragen jetzt auf den Trade, der gerade läuft. Schau mal, jetzt habe ich ja einen Gewinn, einen Buchgewinn von 392 Euro, ja, seit ich den Trade eingegangen bin vor einer Stunde. So, ist ein super Stundenlohn. Hier siehst du es auch in der Mitte vom MetaTrader. Ist ein super Stundenlohn. Wir kommen dem Ziel näher. Mit einem CFD, ja, bei einem 100-Euro-Konto oder meinetwegen bei einem 500-Euro-Konto, wärst du ja erstens gar nicht in der Situation, dass du dann 370, 380 Euro vorne liegst. Und zweitens würdest du vielleicht mit einem 1 CFD beim kleinsten Rücksetzer sagen, ich gehe dann mal raus, weil es prozentual einfach viel ausmacht. Oder unterstellen wir mal, du wärst mit einer großen Position drin und hättest ein 1.000-Euro-Konto und würdest jetzt 370 Euro Profit sehen. Das wären ja 37% aufs Konto mit einem Trade. Dann, ich lehne mich mal aus dem Fenster und versetze mich mal in dich rein, denke ich, dass du sagst, oh, 370 Euro mit 1.000 Euro Einsatz, deutsch gesagt, ja, Wahnsinn, die nehme ich mit. So, aber das hättest du vielleicht ja auch schon bei 250 gesagt. So, und dadurch kriegst du zwar das Konto schneller hoch, weil du natürlich einen hohen Geldbetrag hast, aber diese Geschwindigkeit kann ja nur beibehalten werden, wenn du dann auch mit großen Konten solche Positionsgrößen fährst. Und das mache ich halt dann nicht. Also 7 CFDs, du siehst das dann in der Kontohistorie zum Beispiel, das sind die letzten Trades, die ich gemacht habe mit derselben Positionsgröße. Da nehme ich 200 Euro mit oder 120 und das macht aber am Konto 0,2% aus. Und damit du nur bei 0,2% Kontobewegung bist mit so einem Trade, dürftest du ja bei einem kleinen Konto nur 0,1, 0,05 oder irgendwas handeln. Und dann kannst du es nicht so schnell steigern. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz und ich kann das relativ relaxed hier managen. Das ist absolut ein hoher Betrag. Also verstehe mich nicht falsch. Allen Respekt, wer hier in der Stunde und meinetwegen auch am Tag da 370 Euro verdient. Jetzt sind es 385, 388, kannst du zugucken, solange sich das im Trend bewegt, dass es mehr wird. Aber es ist eben im Vergleich zum Konto nur ein kleiner Bruchteil. Jetzt sind es 392. Ich ziehe den Stopp jetzt nochmal ein Stück nach. Sicher mir also nochmal eine Ecke mehr vom Gewinn. Okay, also das zum Live-Charakter
auch hier mit reingebracht. Jetzt gehen wir in die Präsentation. Nein, wir waren nicht in der Präsentation, wir waren auf dem YouTube-Kanal. Genau. Da wollen wir nämlich herausfinden, wo das Konto herkam. Also deswegen fange ich mal an mit dem, wo sich es in einer Woche verdoppelt hat und möchte jetzt nicht das ganze Video zeigen, also keine Sorge, aber die Auswertung möchte ich dir hier zeigen. Und da muss man wahrscheinlich ein bisschen ran zoomen. Ich mache das mal imaginär. Und da siehst du, dass das Konto hier von einem Stand von 3.000, rund 3.000, dann auf über 6.000 nach oben gelaufen ist. Und das auch mit vielen, vielen Trades, viele, viele kleine Trades. Also schau dir das gerne in HD nochmal an. Und man kann es auch hier nochmal ein bisschen größer machen. Genau. Und meine Frisur ist natürlich auch beeindruckend, fulminant. Das ist ein Profitfaktor damals von 3,6, den wir hier hatten. Und nochmal zurückgespult auf den nächsten Screen. Auch Zurückwürfen. da mache ich das Ganze mal groß. Dann siehst du das. Da ist dann, wo sind wir da? Ach nee, das war das erste. Genau, nach 22 Tagen waren wir bei knapp 2000 Euro, ging es los mit dem Konto. Ja, und da war das Konto dann nach 22 Tagen verdoppelt. Es waren zwei unterschiedliche Konten. So war es, richtig. Jetzt kriege ich es auch zusammen. Genau, das eine war nämlich vor 8 Monaten. Da habe ich 22 Tage gebraucht, um aus den 2000 Euro dann über 4000 zu machen, also ein kleines Konto verdoppelt. Und davor, vor 11 Monaten, da hatte ich das nämlich auf 20 oder so nach oben. Genau, und dann ging diese Serie los. Jetzt weiß ich es wieder, wie es war. Dann ging diese Serie los, traden mit kleinem Konto. Und da hatte ich mit Markus und Christian gesprochen. Und da meinten die, hey, jetzt so mittendrin, jetzt ist es ja schon ein großes Konto, nimm doch mal nochmal so ein Konto, nimm noch mal 2000 Euro in die Hand oder zieh was ab, gib dir was ab und versuch es nochmal, ja. Genau, da ist dann bei rausgekommen. Um das einfach mal in eine Rechnung reinzubringen, das ist ja auch das, wo wir uns selber teilweise selber belügen, ja. Und das möchten wir ja nicht. Also wenn du sagst, du machst 10% am Tag und hast ein 1.000-Euro-Konto, dann sind 10% ja schon 100 Euro. Ja, ist schon viel Geld, ja, im Trading sowieso. Und das dann auf den Kontostand drauf summiert und weiter die Excel-Tabelle nach unten gezogen, bringt ja schon nach einem Monat, also nach 20 Handelstagen, Zahlen hervor, wo du denkst, wow, war ich das? Ja, 6.700. Also wenn du das schaffst und immer diese 10% mitnimmst, dann hast du ja schon dann einen Gewinn am 20. Tag, den du erreichen möchtest, um dieses Verhalten im Konto, diese Kurve beizubehalten von 600 Euro, dann bist du eben auf über 6.000. Das schaffst du ja vielleicht auch nochmal mental, aber dann kommt irgendwann, ich spule mal vor, zum Ende eines Handelsjahres, was dann passiert, dann bist du nämlich bei Tag 250, ich unterstelle mal, du machst auch Urlaub, bist immer noch bei 10%, dann müsstest du nämlich pro Tag einen Gewinn machen von, das sind Milliarden, 2 Milliarden und hättest ein Konto von 22 und so, ach, vergiss es. Also das ist einfach total unrealistisch. Das macht niemand. Das heißt für mich, der einzig wahre Indikator und der wichtigste überhaupt ist die Zeit. Das würde ich jetzt erstaunen. Dafür habe ich jetzt auch 50 Minuten gebraucht, um dir das herzuleiten und zu sagen, die Zeit ist für mich ein Indikator. Wie lange dauert es, Rückschläge in einem Konto wieder auszubügeln, dass das Konto also zum letzten Höchststand geht. Das heißt zum Beispiel im Fondsmanagement oder bei der Vermögensverwaltung die High Water Mark. Also auch wenn du bei einem Konto einen Drawdown hast von 10%, 20%, es wird sich bei ganz vielen fairen Kontovergütungsmodellen bei der Vermögensverwaltung daran orientiert, was bringst du denn für Performance? Und nicht nur diese Bestandsprovision und sonst was. Nein, der Trader dahinter, der muss angehalten werden, einen Anreiz zu haben, Performance zu erzielen mit einem geringen Risiko. Wenn es nur diesen Performance-Anreiz gäbe, dann würde natürlich jeder Trader, jede Traderin dahinter auch mal so ein Ding All-In spielen, ja, weil er sagt oder sie sagt, ja, ich werde ja nur an der Performance beteiligt, wenn ich Performance habe, also gib ihm reingeklickt. Nein, das ist nicht Sinn der Sache. Denn wenn das Risiko nicht mit gewürdigt wird, ja, dann neigt er eben zu hohem Risiko. Da gab es auch schon viele Fälle, Jerome Kerviel oder wie sie alle hießen, die Trader, die dann für die Bank oder im Namen der Bank Milliarden versenkt haben. Das ist nicht Sinn der Sache. Entlohnt wird, das ist die fairste Entlohnung, finde ich, nach High Water Mark. Also immer nur, wenn du einen neuen Höchststand im Depot hast, kriegst du eine Entlohnung. Und da spielt der Punkt Zeit eine große Rolle. Du kannst auch mal 10, 20% hinten liegen, ja.
Wenn du aber innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten, also in einer bestimmten Zeitdauer, die du absehen kannst, diesen Punkt wieder erreichst, dann bist du ein guter Trader. Also wie Churchill mal sagte, ist völlig egal, wie oft du hinfällst. Entscheidend ist, dass du wieder aufstehst und weitergehst. Und diese Zeit, das ist für mich der wichtigste Indikator an der Börse, diesen zeitlichen Aspekt zu messen. Und das gibt es ja seit der Uhrzeit. Also ob du jetzt eine Tagesphase nimmst und so weiter, das ist völlig egal. Aber an der Zeit orientieren sich einfach die Menschen. Es gibt Arbeitszeit, es gibt eine Handelszeit, es gibt Lebenszeit, die immer weiter abrinnt. Deswegen verbinde ich immer meine Signale auch mit zeitlichen Komponenten. Und wenn zum Beispiel eine Unterstützung über eine längere Zeit nicht bricht, ja, dann ist das für mich noch ein härterer Fakt, dass diese Unterstützung einfach im Chart hingehört, dass andere Marktteilnehmer sagen, ja, das ist die wie aus Beton und dann kauft man die, ja. Und damit sind wir beim Thema Indikatoren schon richtig tief drinne, denn die Summe an Signalen ist erschlagend, ja. Also ob du nun einen Profit-Faktor nimmst oder was weiß ich, bei den Indikatoren auch noch Double Stochastik, du kannst das auch kombinieren. Du kannst den geringsten Rückgang der Kapitalkurve mit einem Indikator versehen und aufzeichnen lassen. Und kannst auch beim DAX die Kursrückgänge dann nochmal paaren mit einem Trendoszillator und und. Also kannst so viele Sachen machen. Die wichtigen Fragen sind eben hierbei immer, was ist das überhaupt für ein Indikator? Welchen Nutzen hat der Indikator? Und wie können wir Indikatoren für das Trading nutzen? Und die letzte Frage, die kann ich jetzt schon beantworten. Können Indikatoren die Zukunft vorhersagen? Nein. Wenn es das gäbe, wäre es einfach. Ich habe mir die Mühe gemacht, tatsächlich in meiner Historie einige Bücher anzuschauen. Da brauchst du nur in mein Bücherregal zuschauen. Das ist übrigens nicht imaginär oder ein virtueller Hintergrund. Nein, tatsächlich. Ich habe neulich mal so einen Bullen oder ich glaube einen Döner mal reingeschmissen. Ich mache mal so. Ja, war schon fast getroffen. Also, das ist ein richtiges Bücherregal. Ich habe viele von den Büchern mir auch durchgeackert und kam tatsächlich zu dem Ergebnis, gerade was dieses Buch Technische Analyse des 1x1 der Charttechnik angeht. Da gibt es Pro und Kontras bei jedem Indikator. Und du hast so viele, am Ende bist du verwirrt. Ja? Nach einem Buch bin ich zumindest nicht schlauer gewesen und ich bin nicht dumm. Also ich bin vielleicht der Durchschnitt oder so der Bevölkerung. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe auch studiert. Ja? Also ganz dumm kann ich nicht sein. Habe trotzdem nach so einem Buch immer gesagt oder meistens gesagt, gerade was technische Indikatoren angeht, ja. Gibt es halt Fälle, wo der Indikator sagt, das ist ein Kaufsignal, funktioniert. Und dann gibt es welche, das ist ein Kaufsignal und es hat nicht funktioniert. Also ich kann dir, und das mache ich auch tatsächlich, wenn ich mal ein Coaching mache, ist zeitlich immer sehr, sehr knapp, aber mache ich tatsächlich auch ab und an, wenn es die Zeit zulässt, bei ausgesuchten Personen, dir dann mit jedem Indikator zeigen, dass es in manchen Chartsituationen funktioniert und in manchen der Indikator komplett versagt. Ja, nimm beispielsweise eine 200-Tage-Linie. Es gibt Phasen an der Börse, da kannst du zurückschauen und sagen, oh, hier sind wir durch die 200-Tage-Linie gefallen, da gab es ein Short-Signal und dann ging es hunderte von Punkten runter, super. Genauso gibt es Phasen, wo der Kurs um die 200-Tage-Linie beim S&P 500 zum Beispiel die letzten Wochen rumpendelt und jeden Tag wieder ein Signal generiert, mal long, mal short, mal long, mal short. Und im Endeffekt wirst du doch ständig ausgestoppt, wenn du das als einzigsten Indikator nimmst, so eine 200-Tage-Linie. Genauso ist es mit einem MACD, genauso ist es mit einem Bollinger-Band. Wo liegt denn da die Wahrheit? Da könntest du noch hunderte, tausende Bücher lesen. Auf Amazon gibt es, wie viele Ergebnisse habe ich hier oben? 1 bis 16 von mehr als 1000 Ergebnissen für das Wort technische oder für die Wortphrase technische Analyse. Willst du die alle durchlesen? Willst du ein Leben lang studieren wie ein Mönch, um dann die Erleuchtung zu finden, aber keine Lebenszeit mehr zu haben, die Erleuchtung aufs Trading bezogen anzuwenden? Nein, willst du nicht, würde ich mal sagen. Deswegen vielleicht nur überblicksartig, wenn du wirklich Indikatoren ausprobieren willst, ich will dir das nicht schlecht reden. Nimm es, probier es, aber wenn wir länger in Kontakt sind, schreib mir gerne in ein paar Jahren. Andreas, du hattest recht. Hätte ich doch mal mir die Zeit gespart und die Indikatoren nicht genutzt. Aber wenn du sie nutzen willst, hau dir die rein Ichimoku-Indikator in den Chart. Da wird es schon ein bisschen komplexer. Für mich ist das einfach ein Doppeltief, was ich im Chart gesehen habe, und dann ein Ausbruch über das vorhergehende Hoch. Reicht mir an Wissen. Ob das jetzt ein Indikator bestätigt oder nicht und ob du den Indikator, was ich optisch noch schlimmer finde, unter den Chart packst, wo du dann beliebig viele reinpacken kannst. Du kannst ja 2, 3, 4, 5, 6
unter den Chart packen und am Ende siehst du den Chart nicht mehr. Ja, dann noch ein paar kleine Durchschnittslinien. Wahnsinn. Also was es da nicht alles gibt, kannst du kursbasierte Indikatoren nehmen, RSI, MACD. Ich habe es nur mal aufgelistet, wenn du da tiefer reinblicken willst. Mach es gerne. Für mich spielt es tatsächlich eine sehr, sehr untergeordnete bis gar keine Rolle. Und auch die externen Daten, Volumen, Sentiment schaue ich mir nochmal an, die Volatilität so ein bisschen. Aber auch da hast du nicht punktgenaue Einstiege. Die hast du eben nur in der Charttechnik, wenn du dich an den Kursgegebenheiten orientierst, die es vom Preis schon mal gab. Ja, also meine Erkenntnis, um es ganz kurz zusammenzufassen, ich hoffe, ich habe niemanden vor den Kopf gestoßen, der jetzt hier in einer Stunde das Thema Indikatoren so ausgiebig dargelegt haben wollte und am Ende einen Indikator von mir vorgestellt haben möchte, mit dem er immer Gewinn macht. Das gibt es nicht. Nein, und weniger ist mehr. Und für mich ist dieses Wort oder dieser Satz, weniger ist mehr, schon so ausgefeilt, dass ich gar keinen Indikator, also weniger nichts für mich, ganz, ganz viel. Ja, nicht weniger ist mehr, weniger Indikatoren mehr, sondern kein Indikator ist für mich alles. Ja, also ich nutze die einfach nicht. Ich nehme einen nackten Chart und so baue ich mein Trading jeden Morgen aufs Neue auf. Die Links, wo du mir folgen kannst, habe ich dir in den Chart hineingegeben. Gehe auch gleich nochmal auf die Fragen ein. Keine Panik, das kommt hier auch nicht zu kurz. Für mich ist es so, dass ich mit dem nackten Chart beginne am Morgen und dann um 6 Uhr mir Gedanken mache, ganz objektiv, ohne eine Position zu haben, weil das beeinflusst manchmal auch deine Denkweise, wo sind wir denn überhaupt? Ich lasse ihn wirken, ich schaue, kann man eine Trendlinie einzeichnen, ist sie noch aktiv, ist die frisch gebrochen, mittelfristig, könnte man vielleicht einen neuen Trend definieren, dann ziehe ich den Chart mal größer, mal kleiner, je nachdem, wo der sichtbare Bereich des Trends mir ein potenzielles Signal geben könnte. Also dritter Schritt, den Chart nach Trends absuchen, kurzfristig, wenn ich die eingezeichnet habe, die vielleicht mit einem Parameter verknüpfen, also eine Zone einzeichnen, Trendlinie, Zone. Die erste, die ist jetzt verschwunden, weil die ist ja alt, ja, also aus dem Aufwärtstrend sind wir raus. Wir sind in einem Abwärtstrend und haben dann eine gewisse Zone, wo sich basierend auf dem, was ich mir hier rausgearbeitet habe, Szenarien ergeben. Und diese Szenarien, die trade ich dann. Also ein Trendbruch, in dem Fall ist es ein Abwärtstrend auf der Long-Seite, deswegen der grüne Pfeil. Und wenn eine Zone unterschritten wird, dann bleiben wir ja in diesem Abwärtstrend, also der rote Pfeil. Dann suche ich dahingehend weitere Schritte, weitere Ziele, wo der Markt hinlaufen kann. Ja, also Indikatoren für mich vermitteln immer etwas von Sicherheit. Der Chart kann das aber genauso. Ich weiß, wenn der Indikator sagt, ich weiß es aus ganz vielen Gesprächen und auch aus dem Chat, dann heißt es immer wieder, ich bin long gegangen, weil der MACD immer so gut gelegen die letzten Tage. Und wenn der mir das Signal gibt in die Long-Richtung, dann gehe ich long. Ich vertraue dem MACD, der gibt mir Sicherheit. Und wenn es dann nicht funktioniert, in dem einen Trade, heißt das nicht etwa, okay, es gibt keine 100% Regel an der Börse. Das funktioniert halt auch ein-, zweimal nicht. Aber achtmal hat es funktioniert. Ich bleibe bei dem Indikator. Nein, oftmals wird dazu übergegangen zu sagen, der Indikator ist Schrott. Ich suche mir den nächsten. Und da es ja Hunderte gibt und bei jedem der Indikatoren auch nochmal eine Feineinstellung, also selbst beim MACD kannst du sagen, nehme ich hier 20 Tage als Basis, 50, 80, 100 oder was ganz Krumme, 17 mit einem Bollinger Band 392 und einem kleinen Durchschnitt der letzten 25 Candles geklettet. Du kannst dir sonst was ausdenken. Ja? Wenn du damit klarkommst, nutze es gerne, aber ich finde, die einzige Sicherheit geben dir die Preisnotierung im Chart, weil da nämlich andere Marktteilnehmer auch sich Gedanken gemacht haben. Sonst würde nie eine Unterstützung oder ein Widerstand zutage kommen, wenn nicht andere Marktteilnehmer sich hier auch positioniert hätten. Und genau dieses Handeln der anderen Marktteilnehmer, das große Geld, das ist für mich die Spur, wo ich sage, dieser Spur möchte ich folgen. Und da lass dich nicht unter Druck setzen, wenn es länger dauert und dein Konto nicht irgendwie in einer Woche verdoppelt ist oder in 22 Tagen, wie ich hier aufgezeigt habe, oder auch nicht den Kontostand aufweist, den mein Konto jetzt aufweist, nach einem Jahr wohlgemerkt. Das ist tatsächlich das Konto. Dann kannst du dir die alten Aufzeichnungen angucken, kannst die Kontonummer vergleichen. Da habe ich nicht etwa zwischenzeitlich 150.000 eingezahlt oder so. Nein, das ist wirklich das Konto. Wer mir länger folgt, wird es bestätigt wissen, was sukzessive gewachsen ist. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Video, vielleicht bei 200, wenn der Kurs dann da steht, dann zahle ich mal nichts aus und mache nochmal ein Konto mit einer Gesamtkontohistorie der letzten
Wenn jetzt 5000 Trades mindestens sein. Also lass dich da nicht unter Druck setzen. Ziel ist es, mit Ruhe und Gelassenheit, so wie ich eingangs zeigte, auch wenn mal eine Fehleingabe ist, durch den Börsendschungel, muss man sagen, zu kommen und immer wieder dieselben Gewohnheiten, die von Gewöhnung kommen, abzuspulen und umzusetzen. Und dann kannst du auch langfristig wachsen mit Konto und auch menschlich. Ja. Also das festigt dich auch. Du wirst von mir nie erlebt haben, dass ich hier am Chart vor der Kamera ausraste. Selbst vorgestern nicht, als ich eben mich über mich selber erstmal geärgert habe, wie kannst du so einen Eingabefehler machen? Aber der zweite Gedanke, und das ist der dominierende, ist ja, die Kuh vom Eis zu holen. Was passiert ist, passiert. Und das kannst du ja nicht rückgängig machen. Ich kann ja nicht beim Broker anrufen und sagen, sorry, ich wollte ja nur 7. Wenn du Minus bist, da wird der Broker sagen, ja, wir nehmen die Order so an, wie sie reingestellt wird ins System. Konzentrier dich. Ja, also Konzentration ist alles. Und wie ich von meiner Wochenplanung, Sonntagsanalyse gibt es auch immer von mir, in die Tagesplanung, auch die gibt es jeden Morgen in den konkreten Trade kommen. Das zeige ich dir exemplarisch im Live-Trading-Room und natürlich bei den Links, die ich dir hier über das Live-Trading gezeigt habe. Jeden Tag zur jeweiligen Handelsöffnung auf der JFD-Research-Seite findest du auch meine Analysen, nicht täglich, aber ab und an, wenn es eben passt, und jeden Tag täglich im Livestream. Fit for Finanzen ebenso. Also bleib entspannt, fokussiert. Wenn sich kein Signal ergibt, kein Trade, ist auch nicht schlimm. Ja, also Trading ist auch kein Druck. Also du musst nicht jeden Tag den Trades abspulen. Du musst auch nicht jeden Tag Geld verdienen. Du wirst auch nicht jeden Tag Geld verdienen. Auch ich nicht. Ich habe auch Verlusttage dabei. Das gehört einfach dazu. Und das zeige ich dir, wie gesagt, an Ort und Stelle immer wieder. Und würde jetzt noch einmal durch, oder was heißt noch einmal, ein paar Fragen habe ich schon beantwortet, durch die Fragen durchgehen, um mit dir auch all das zu erörtern, was vielleicht hängen geblieben ist, was ich nicht so gut dargestellt habe. Also ruhig rein mit den Fragen. Wir sind bei einer Stunde. Ich glaube, die Aufzeichnung, die endet dann jetzt.